OpenOffice.org, Textverarbeitung Writer, Galerie, ein neues Thema anlegen. Um ein neues Thema in der Galerie anzulegen, öffnen Sie die Galerie und klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Thema. Wählen Sie im auftauchenden Menü den Reiter Dateien. Klicken Sie auf Dateien suchen. Es öffnet sich das Fenster Pfad auswählen. Suchen Sie den Ordner, der die Dateien für das neue Thema enthält und klicken Sie auf OK. Wieder auf dem Reiter Dateien benutzen Sie Dateityp und oder wählen Sie eine Datei aus der angezeigten Liste aus, um eine oder alle Dateien hinzuzufügen. Wechseln Sie zum Reiter Allgemein. Und geben Sie Ihrem Thema einen Namen. Um die Erstellung des neuen Themas abzuschließen, klicken Sie auf OK. Ein Thema löschen. Um ein Thema aus der Galerie zu löschen, klicken Sie in der geöffneten Galerie mit der rechten Maustaste auf ein Thema und wählen Sie Löschen aus dem Kontextmenü. Speicherort der Galerie und ihre Objekte. Die in der Galerie angezeigten Grafiken und Objekte können an jedem beliebigen Ort auf der Festplatte Ihres Computers, auf einem Netzlaufwerk oder auf einer CD-ROM gespeichert sein. Die Auflistungen in der Galerie beziehen sich auf den Speicherort jedes Objektes. Wenn Sie der Galerie Grafiken hinzufügen, werden die Dateien nicht verschoben oder kopiert. Nur der Speicherort jedes neuen Objektes wird als Referenz hinzugefügt. Wenn Sie in einer Arbeitsgruppe zusammenarbeiten, können Sie Zugang zu einer gemeinsamen Galerie, wo Sie den Inhalt nicht verändern können, es sei denn, Sie haben die Rechte dazu, und zu einer Benutzergalerie haben, in der Sie Objekte hinzufügen, verändern oder löschen können. Der Speicherort der Galerie ist in Extras, Optionen, OpenOffice.org, Pfade festgelegt. Ciao und viel Glück!